Welches Polynom p von x vierten Grades mit reellen Koeffizienten ist so, dass p von x plus 2 teilbar ist durch x plus 1 im Quadrat und p von x minus 2 teilbar ist durch x minus 1 hoch 3. Hier die allgemeine Form eines Polynom vierten Grades und was wir suchen, sind diese fünf reellen Koeffizienten a, b, c, d und e. Wir wissen, dass x plus 1 das Polynom p von x plus 2 teilt. Was bedeutet durch das Gesetz vom Rest, dass der Zahlenwert dieses Polynoms p von x plus 2 bei minus 1 0 ergibt. Den Zahlenwert p von minus 1 erhalten wir, indem wir in p von x das x überall durch minus 1 ersetzen. Und das ergibt dann diese Gleichung a minus b plus c minus d plus e plus 2 gleich 0. Nennen wir diese Gleichung Gleichung 1, das ist die erste Gleichung, die diese fünf Unbekannten a, b, c, d und e enthält. Da x plus 1 das Polynom p von x plus 2 teilt, nehmen wir die Division vor, zum Beispiel durch das Horner-Gitter. Dieses x plus 1, das ist x minus minus 1. Und diese minus 1 tragen wir hier ins Gitter ein. Diese Zahl a rutscht nach unten, dahin, so. Minus 1 mal a, das macht minus a. Minus a schreiben wir dorthin, so. Und vertikal wird addiert. B plus minus a, das ist minus a plus b. Minus 1 mal minus a plus b, das macht a minus b. Vertikal addiert ergibt a minus b plus c. Minus 1 mal a minus b plus c, das macht minus a plus b minus c. Die Summe schreiben wir dorthin, also minus a plus b minus c plus d. Diese Summe wird mit minus 1 multipliziert. Das ergibt a minus b plus c minus d und vertikal wird addiert und hier erhalten wir effektiv diesen Rest, der 0 ist. Also das Polynom p von x plus 2 geteilt durch x plus 1 ergibt dieses Polynom dritten Grades, das wir q von x nennen. Da nicht nur x plus 1, sondern x plus 1 im Quadrat das Polynom p von x plus 2 teilt, muss dieser zweite Faktor x plus 1 auch dieses Polynom q von x teilen. Was bedeutet durch das Gesetz vom Rest, dass der Zahlenwert von diesem Polynom q von x bei minus 1 0 ergeben muss. Den Zahlenwert von q von x bei minus 1 erhalten wir, indem wir in q von x das x überall durch minus 1 ersetzen. So erhalten wir diese Gleichung und die führt sofort zu dieser Gleichung minus 4a plus 3b minus 2c plus d gleich 0. Das ist unsere zweite Gleichung bezüglich der Unbekannten a, b, c, d und e. Durch die Angaben wissen wir, dass x minus 1 das Polynom p von x minus 2 teilt. Also wissen wir, dass der Zahlenwert des Polynoms p von x minus 2 bei der Zahl 1 0 ergibt. Den Wert p von 1 erhalten wir, indem wir in p von x das x überall durch 1 ersetzen.
Und das führt dann zu dieser Gleichung, die wir Gleichung 3 nennen. Da x minus 1 das Polynom p von x minus 2 teilt, nehmen wir diese Division vor, zum Beispiel durch das Horner-Gitter. Diese Zahl 1 schreiben wir dahin, so. Diese Zahl a rutscht runter bis dorthin, so. 1 mal a, das macht a. Vertikal wird addiert, wir erhalten a plus b. 1 mal a plus b macht a plus b, wir addieren vertikal. 1 mal a plus b plus c macht a plus b plus c, vertikal wird addiert. 1 mal diese Summe, das macht diese Summe und wir addieren wieder vertikal. Hier finden wir effektiv diesen Rest der Division und das ergibt 0. So erhalten wir hier ein Polynom dritten Grades, das wir R von x nennen. Aber nicht nur x minus 1 teilt p von x minus 2, sondern sogar x minus 1 hoch 3. Daraus schließen wir, dass x minus 1 auch dieses Polynom R von x teilen muss. Durch das Gesetz vom Rest wissen wir also, dass der Zahlenwert von diesem Polynom R von x bei 1 0 ergeben muss. Und R von 1 erhalten wir, indem wir in R von x das x da, da und da durch 1 ersetzen. Und das führt dann sofort zu dieser Gleichung 4a plus 3b plus 2c plus d gleich 0, die wir Gleichung 4 nennen. Da wir wissen, dass x minus 1 dieses Polynom R von x teilt, nehmen wir diese Division zum Beispiel durch das Horner-Gitter vor. Diese 1 schreiben wir dahin, diese Zahl a rutscht runter, 1 mal a, das macht a, a plus b macht 2a plus b, 1 mal 2a plus b macht 2a plus b, die vertikale Addition ergibt 3a plus 2b plus c, diese Summe mal 1, das macht diese Summe, und diese vertikale Addition ergibt 4a plus 3b plus 2c plus d, das ist der Rest dieser Division, der 0 ergibt. Hier erhalten wir also ein Polynom zweiten Grades, das wir s von x nennen. Nicht nur x minus 1 im Quadrat teilt p von x minus 2, sondern x minus 1 hoch 3. Das bedeutet, dass der dritte Faktor x minus 1 dieses Polynom s von x teilt. Durch das Gesetz vom Rest wissen wir also, dass der Zahlenwert dieses Polynoms s von x bei 1 0 ergeben muss. Und diesen Zahlenwert erhalten wir, indem wir in s von x das x da und da durch diese 1 ersetzen. Das führt dann sofort zu dieser Gleichung 6a plus 3b plus c gleich 0 und das ist die Gleichung 5. So haben wir also 5 Gleichungen mit den 5 Unbekannten a, b, c, d und e gefunden. Hier das Gleichungssystem dieser 5 Gleichungen, die wir gerade gefunden haben. Wir werden dieses Gleichungssystem jetzt lösen. Die Gleichungen 1 und 3 sehen sehr ähnlich aus. Wenn wir die beiden addieren, dann wird b verschwinden, d auch und die 2 auch. Also machen wir das. Wir addieren die Gleichungen 1 und 3. So erhalten wir 2a plus 2c plus 2e gleich 0.
Und wenn wir diese Gleichung durch 2 teilen, dann finden wir sofort, dass E gleich minus A minus C sein muss. Diese Gleichung nennen wir Gleichung 6. Jetzt schauen wir die Gleichungen 2 und 4. Wenn wir die addieren, dann wird A verschwinden und C auch. Also machen wir das. Wir addieren 2 und 4 und schließen daraus, dass 6b plus 2d 0 sein muss. Und das führt sofort zu d gleich minus 3b, indem wir die Gleichung durch 2 teilen. Nennen wir diese Gleichung Gleichung 7. Die Gleichungen 1, 6 und 7 führen zu a minus b plus c plus 3b minus a minus c plus 2 gleich 0. Und das ergibt dann sofort, dass b gleich minus 1 sein muss. Nennen wir diese Gleichung Gleichung 8. Aus 7 und 8 können wir schließen, dass d gleich 3 sein muss, und diese Gleichung nennen wir Gleichung 9. Die Gleichungen 4, 8 und 9 führen zu 4a minus 3 plus 2c plus 3 gleich 0. Daher diese Gleichung c gleich minus 2a, die wir Gleichung 10 nennen. Die Gleichungen 5, 8 und 10 führen zu 6a minus 3 minus 2a gleich 0. Daher wissen wir, dass a gleich 3 Viertel ist. Diese Gleichung nennen wir Gleichung 11. Aus den Gleichungen 10 und 11 schließen wir, dass c minus 2 mal 3 Viertel sein muss, also ist c gleich minus 3 Halbe. Das nennen wir Gleichung 12. Die Gleichungen 6, 11 und 12 führen zu e gleich minus 3 Viertel plus 3 Halbe. Also muss e gleich 3 Viertel sein. Somit haben wir alle 5 Unbekannten gefunden. Wir kennen also die Zahlenwerte von a, b, c, d und e und brauchen im Polynom p von x diese 5 Unbekannten nur noch durch ihre Zahlenwerte zu ersetzen, und somit haben wir das gefragte Polynom p von x gefunden.